So, frisch und munter geht's weiter. Kunter, bunter. Ja, sind wir hier gestrandet, quasi. So, wir brauchen, nein, ich brauche eine neue Spitzhacke. Ja, wir haben in der letzten Folge, ist übrigens schon Episode 3, Wahnsinn, Episode 3. Ja, in der letzten Folge haben wir hier uns so ein bisschen eingerichtet, Feuerchen gemacht und werden jetzt so langsam anfangen. Ich habe so ein bisschen den, nach den letzten zwei Folgen, wo ich so häufig gestorben bin, werde ich jetzt hier ein wenig, wo ich jetzt so langsam endlich im Rhythmus drin bin, wird es halt mal wieder was zu tun, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Den Wald abholzen. Denn wir brauchen ja jede Menge Holz und alles. Und müssen ja auch noch Kisten bauen zum Ersparnis, wollte ich jetzt gerade sagen. Was ist das denn für ein Deutsch? Damit wir Hölzer und sonstige Gegenstände, die wir finden, bunkern und lagern können. Ja? Ich weiß doch noch gar nicht, wie wir dann später auch unser Haus dann fertigstellen sollen, weil wenn wir da erstmal so viele Ressourcen sammeln, das wird ewig und 3 Tage dauern. Naja, gut, dafür ist es ja auch eine episodenmäßige Form des Spielens. Wir werden, glaube ich, aus Stein die Hütte da natürlich bauen, weil ich habe schlechte Erfahrungen in Sachen Holz, Haus und Feuerzeug. Wohlgemerkt. Ne, er sammelt die... Ah doch, jetzt. Ich wollte schon sagen, er sammelt manchmal die Dinger gar nicht ein. Ja, geh sterben. Was bringt mir das Pferd denn jetzt eigentlich? Hallo? Ach, Leder. Okay, Leder. Ja, genau. Wir müssen ja noch, ein bisschen Reserve an Futter, an was zu essen organisieren. Ich darf nur nicht so weit weglaufen hiervon. Ach, da steht eine Kuh. Ich dachte schon, was ist das denn? Ich muss ein bisschen hier zurücklehnen, ein wenig, dass es ein bisschen besser ist. Voilà. Denn, was wollte ich sagen, bevor dieses komische Geräusch auf einmal kam? Wir müssen ja zu essen haben. Was ist das? Ist das ein Einhorn? Nein, oh, da ist wieder ein... Sieht ein bisschen aus, als ob das Pferd eine Sonnenbrille auf hat. Aber nur ein bisschen. So, und das Schwein fällt doch mit Sicherheit, fällt das Schwein jetzt hier in das Loch rein, wenn ich das haue, oder? Oder auch nicht. Entschuldigung, liebe Tierschützer, aber ich muss das tun. Ich habe Hunger, ich muss... Ich habe schon wieder die Orientierung total verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wo war denn... Ich glaube, da war unsere Hütte, ne? Kann das sein? Wir sollten gleich mal eben auf die Schnelle mal hier ein bisschen umsortieren, wenn ich schon einmal dabei bin. Habe ich gerade eine Spinne gehört, oder? Ja, aber die ist hier drunter, Gott sei Dank. Das Essen rauspacken. Denn wir werden definitiv was brauchen. Gleich, wenn wir mal einen Apfel essen. Ja, das reicht. Sehr schön. Da ist unsere Hütte. Das ist gut zu wissen. Vielleicht werden wir noch ein paar Fackeln machen, dass wir ungefähr mal wissen, wo wir hin müssen. Diese scheiß Dreckspinne. So. Oh. Tja, da ist das Schwein einfach mal in den Tod gesprungen. Mäh! Mäh! Wir müssen unbedingt... Es wäre auch super, wenn wir ein Dorf finden könnten mit Einwohnern. Da sind wir auch dann ein bisschen safe dann eigentlich. Nur, wie gesagt, Castaway, wenn wir einfach unseren Charakter uns einfach mal anschauen. Der Vollbärtige. Wer nimmt denn so einen Vollbärtigen in seine Gemeinde auf? In so einem Dorf? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es nicht tun, bin ich ganz ehrlich. Bin schon mal froh, dass ich nicht so ein Bart habe. So. Lalalalalalalala. Da ist wieder ein Schaf. Mal gucken, dass wir noch ein paar Hölzer sammeln. Ich werde jetzt nochmal zurückgehen und ein wenig... Ja, mehr Gegenstände. Weil wir können ja auch... So, genau. Wir können ja auch... halt die Schnauze, Spinne. Wir können ja auch jetzt ein wenig...
Steinwerkzeuge bauen. Das machen wir mal eben. Weil dann brauche ich das ganze dämlich mit dem Holz hier nicht machen. So, dazu brauche ich natürlich erstmal ein paar Stickies. Und, yeah. So, das nächste wäre natürlich Eisenschwert und Gold und ja, da müssen wir mal gucken. So, davon mache ich mal ein bisschen mehr. Ich werde natürlich als erstes erstmal das Ganze natürlich verbrauchen. An Holz und sowas. Also die Holzschwerter und die Holzäxte, weil es ist ja Quatsch jetzt, die anderen Ressourcen sofort zu verbrauchen oder die Gegenstände, die wir gerade erstellt haben, weil wir können es ja nutzen. Es ist ja, ne, es wäre doof, dass wenn wir das einfach wegschmeißen würden oder liegen lassen würden. Wir verbrauchen das jetzt bis zum Ende und dann haben wir jede Menge Holz. Und das Schöne ist, ich bin jetzt so langsam im Rhythmus drin. Ich habe meinen Rhythmus so ein bisschen bei Minecraft jetzt hier im Überlebensmodus gefunden. Und das Schöne dabei ist, wenn man einmal da drin ist, ehrlich, dann klappt es auch mit den Nachbarn, würde ich sagen. Aber das ist ein anderer Spruch. Wenn wir dieses Dschungelholz hier mal auch mal abholzen. Ich holz hier den ganzen Wald wieder. Also Greenpeace wird mich, glaube ich, bestrafen dafür. Hallo? Na toll. Wollt ihr mich verarschen? Okay, da komme ich nicht dran. Nein, so. Dann, ja. Stimmt, die Folge hat ja gerade erst angefangen. Ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr. Ich bin voll irgendwie... Also ihr merkt es auch, das ist natürlich ein und dieselbe Session, Aufnahmesession, wo ich das Ganze hier aufnehme. Weil ich immer dieselbe Mütze immer aufhabe und alles noch so am gleichen Punkt steht. Aber ich denke mal, das wird sich auch nach der Folge hier, glaube ich, ändern, weil danach muss ich die ganzen Videos erstmal bearbeiten, die ich jetzt erstmal aufgenommen habe. Und ich weiß gar nicht, wann ich dann weitere aufnehmen werde. Ich habe auch noch Daylight and Never Alone muss ich auch noch aufnehmen. Puh. So viele Sachen. Na. So, wie gesagt, brauchen wir jetzt erstmal die ganzen Holzwerkzeuge, die wir haben. Und da haben wir, glaube ich, nachher genug Holz zusammen, um erstmal ein bisschen was zu bauen und genug Ressourcen. Aber gibt ja immer wieder was zu tun bei Minecraft. Irgendwann werden wir dann auch mal auf eine Tour gehen, so ein bisschen... Oh, komm her, Ferkelchen, ich hab was für dich. Guck mal, eine Spitzhacke. Spitzhacke, guck mal. Irgendwann werden wir dann auch auf die Jagd gehen. Was wir jetzt auch zwischendurch machen, aber auch so auf Erkundungstour. Wir müssen dann nur gucken, dass wir uns irgendwann mal eine Karte basteln, dass ich auch ungefähr weiß, wo unser Haus dann steht und alles, dass ich das wiederfinde. Weil die Welten sind ja so riesig, man kann sich ja wirklich verlaufen und ich habe ja echt das Talent dafür, mich da zu verlaufen. Ich verlaufe mich sogar in meinem eigenen Gespräch, ihr merkt's. Ja. Und das wäre nicht so schön, wenn man da irgendwas gebaut hätte und so, was sehr riesig ist oder wo man sich echt Mühe gegeben hat, das zu bauen und auf einmal findet man das nie wieder. Nie wieder. Man kann sich echt stundenlang, ich glaube jahrelang sogar, kann man jahrelang sagen? Ich glaube ja. Ich glaube jahrelang die Karte absuchen und man wird es glaube ich nicht finden, weil es so groß ist. So. Wir müssen auch so ein bisschen so nicht die Zeit im Auge behalten, aber so ein bisschen so den Tag-Nacht-Zyklus. Ne, ich habe keine Lust jetzt wieder hier alles von vorne zu machen. Aber schön, dass wir schon mal einen Ofen haben und eine Werkbank und ein Bett und das ist sehr, sehr hilfreich für uns. Definitiv. So. Ich glaube jetzt gleich die Spitzhacke auch eh hin. Ja. Hängen da. Was hängt da? Sind das Kokosnüsse? Kann das sein? Was hängt denn da? Ich kämpfe mich. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Was ist denn das?
Kakaobohnen. Nein. Da kann man wahrscheinlich Kakao anbauen. Okay. Die Nacht bricht aber immer so schnell rein. Sollten schleunigst die Beine in die Hand nehmen und nach Hause fitschen und schlafen gehen. Ich weiß gar nicht, sind Kakaobohnen neu seit dem Update? Ich kann mir nicht entsinnen, dass es damals Kakaobohnen gab. So, jetzt machen wir weg. Yeah, zu Hause und schlafen. So. Dann werde ich jetzt gleich erstmal am frühen Morgen erstmal ein schönes Schweinefleisch, ein rohes Schweinefleisch essen. Ist immer gut morgens, wenn man so ein rohes Schweinefleisch isst. So, jetzt werde ich mal eben kurz gucken. Wir können Sandstein bauen und sowas alles. Das interessiert mich jetzt gar nicht. Ich werde erstmal eine Truhe bauen. Das ist viel, viel wichtiger. Oder beziehungsweise zwei. Kann man die nämlich hier neben hinstellen. Was war denn das? Da kann man nämlich schon mal anfangen, so ein bisschen was reinzuräumen. Zum Beispiel Kohle. Oder Leder. Oder weiße Wolle. Oder Sand. Oder Fackeln. Die brauche ich jetzt zum Beispiel erstmal nicht. Das sind so alles so Sachen, die man jetzt erstmal momentan erstmal nicht braucht. Auch diese Kakaobohnen, die werde ich erstmal da reinräumen. Denn ich weiß noch gar nicht, was wir damit anfangen können, was wir damit machen können alles. Das sind alles so Sachen, da könnt ihr mir gerne helfen, wenn ihr möchtet, weil ich habe da so total null Plan von. Ja, oder was man mit den Pilzen machen kann, könnt ihr mir gerne mal unter den Videos schreiben. So, ich werde natürlich jetzt erstmal... Gut, da können wir ruhig ein paar von denen hochpacken. Davon hätte ich gerne jeweils zwei, von denen auch. Den kann ich auch hier hochpacken. So, den auch dahin. Den packen wir auch dahin. Na, zack, 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 zack. So. Wir brauchen die Axt. Ich werde nämlich jetzt so ein bisschen hier alles so wieder sortieren, dass wir... vorsichtshalber in die Truhe lassen, weil dann haben wir nämlich ein bisschen Werkzeug, falls wir nichts mehr haben, haben wir wieder noch ein bisschen was, um später, falls wir da mal irgendwie down gehen sollten, dann haben wir da in Ruhe, können wir da so ein bisschen uns bedienen. So, das brauchen wir auch. Das kommt dahin, dann kommt die Spitzhacke dahin. Dann habe ich nochmal zwei Äxte in Reserve, eine Spitzhacke und nochmal eine Schaufel. Sehr schön. Und Fleisch. So, das ist doch wunderbar. Das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen. Ja. Würde ich jetzt erstmal so lassen. So. Und dann würde ich sagen, geht die wilde Reise weiter mit, ja, Holz abbauen erstmal. Komischerweise. Oder vielleicht noch ein bisschen Gestein sammeln. Schwarze Wolle vielleicht auch. Sag ich jetzt. Schwarze Wolle sammeln, ein bisschen Gestein vielleicht abbauen. Da, oh, da sehe ich schon Eisen und Kohle. Hier sehe ich eine Menge Kohle. Da ist aber, da hinten ist aber heller. Ich glaube, ich werde hier ein bisschen abbauen gehen. Weil hier sieht es mir ein bisschen sicherer aus. Ja, ich höre es schon. Lalalala. Kohle, 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 Kohle. Wir werden wahrscheinlich Besuch bekommen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Soll mir jetzt auch momentan egal sein. Ich werde hier ein bisschen... Was haben wir denn hier? Ach, das sind die Dingssteine, ne? Uah. Da ist er ins Licht gegangen. Geh nicht ins Licht, Johnny. Ich muss. So, das ist natürlich supi. Ich frage mich, wo der herkam. Also ich höre hier unten drunter auf jeden Fall welche. Die sind wahrscheinlich hier irgendwo. Ich darf natürlich auch nicht zu tief graben, weil dann habe ich echt ein paar... Uah. Wow. Okay. Ach, die spawnen ja immer im Dunkeln, das stimmt ja. Da war ja was. So, jetzt muss ich natürlich hier gucken, dass ich einmal hier... Ach, Kies war das gewesen. Stimmt ja, Kies. K-
Kies, Kies, Kies. Eisenerz haben wir auch schon, das ist super. Ja, verdammte Kackscheiße. Mir ist bei der letzten Folge, die letzten 15 Minuten sind mir abhanden gekommen, deswegen muss ich leider... Upala, da einen Cut machen und dann sehen wir uns da in einer weiteren Folge wieder. Ich werde da so ein bisschen zusammenfassen, was ich erlebt habe. Ja, macht's gut.